Moin, moin, meine Piloten und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit Starlink. Letzte Folge haben wir hier den Sonatus-Planeten 100% übernommen. Jetzt machen wir das gleiche hier, damit wir den Prime zerstören und hier oben die Dreadnought schwächen können. Das machen wir jetzt. Das heißt, wir fliegen da jetzt direkt rein. Nach Kirit. So, da müssen wir natürlich ein bisschen den Prime erstmal finden. Das ist aber nicht so schwer, der wird ja irgendwo da rumlaufen. Den killen wir gleich als erstes, wir werden nichts anderes machen, nur den killen. Den Kirit hatten wir schon mal zu 100%. Und, Kirit, mal sehen. Ich empfange nominale Legion-Signale von hier. Wirkt relativ sicher. So, Triebwerke sind aus. Warnung. Okay. Ob der Prime hier irgendwo ist, dann verfolgen wir den nämlich direkt und uns den. Oh, wie viele Dinger er schon hier hingesetzt hat, der Assi. Da ist er. Den holen wir uns. Atmosphärische Verschmutzung erkannt. Die Triebwerke sind beeinträchtigt. Gar nicht so weit weg. Oh nein. Ach, raus mit den Triebwerken. Wollt die anderen. Solcher und Fauna in der Nähe entdeckt. Entdeckt ganz schön viel. Auf dem Scan. Sage entdeckt echt viel. Aber wir schnappen uns jetzt erst mit dem Prime, denn der ist am wichtigsten. Und dann nicht weiter von diesen Türmen da gestellt. Da ist er. So, du kleiner Menschenfeind. Wie gefällt dir das hier? Oh, warte. Das hier meine ich. Magst du nicht, ne? Nee, ich weiß. Die Fresse auf. Ah, oh, fuck. Den beinahe. Ich hatte schon ein bisschen Hilfe. Oh, lass doch kommen. Oh, hab ich nie gesehen. Shit, war zu spät. Na gut. Füllen wir erstmal seine Verstärkung hier. Nicht geschafft. Oh, haben wir mal einmal. So, das war's. Mach deine Fresse auf und du bekommst ein paar Schüsse ab. So, jetzt rennt er erstmal los. Hilfe! Ist da jemand? Okay, ah. Lass ihn nicht entkommen. Nein, oh, das war knapp. Vielen Dank, Mann. So, er wird zum nächsten Turm laufen, um sich Energie zu holen. Weil dieser Turm dann entfernt, der nächste. Also weit ist es gar nicht, aber. Den zerstört er dann gleich und dann. Und die zweite Phase des Kampfes. Also jetzt drauf zu stehen ist nutzlos. Nutzlos, zwecklos. Nutzlos auch, aber auch zwecklos. So. Oh! Ein bisschen dumm. Ah, guck mal, das ist der Turm, den kann er sich ruhig holen. Mal kurz ein bisschen warten. Kann er nämlich die ganzen Leute zerstören da drin. Und wenn er den weggenommen hat, dann sterben die nämlich alle rundherum. Genau. Und los geht's. Da können wir unsere Leute auch zuholen. Das kann ein bisschen helfen. Super. So, wir bauen noch eine Raffinerie hier unten auf, damit die Leute es schaffen, hier weiter selbst zu kämpfen. Dann zerstören sie durch die ganzen Türme und wir bekommen was dafür. Mhm.
So. Ob wir hier irgendwo was hinbringen können. Ist doch gut. Da fahren wir hin. Gleich in der Nähe. Beschossen! Zur oh, Hilfe, Mann, Mann, bitte! Mann. Einer weniger! Wow, verschwinde lieber von da! So. Keine Feinde im Bereich. Gute Arbeit. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. So, reden wir kurz hin? Oh, hallo. Ignorieren Sie mich. Ich schufte nur an der ersten Front der Galaxieerkundung. Was man mit einem Prime-Kern alles machen kann. Und sie schenken mir einen. Ich bin gerührt, Partner. Das wird unsere Anlage voranbringen. Bringt uns doch gut was, weil dann brauchen wir den nicht vergrößern. Das ist gut. So. Genau. Viele Sachen gibt es hier auch gar nicht zu tun. Wir könnten... Mal gucken, ob wir in Equinox das modden können. Hier die Modfertigung. Dann könnten wir das hier noch machen. Das wäre eine legendäre Fusion. Ist auch nicht schlecht. Sollten wir vielleicht mal tun. Das heißt, wir können so richtig legendäre Dinger da machen. Hier natürlich, ja, okay. Das können wir noch nicht leisten, aber so viele haben wir davon auch noch gar nicht. Und die kosten ja auch immer was, die Fusionen. Also wenn man jetzt hier reingeht und man will die mal fusionieren lassen, kann ich ja mal zeigen. Dann geht man jetzt hier rüber und wählt einen aus. Aber hier mit 5 fusionieren wir. Warte, ich mache jetzt alle die hier so ein bisschen mehr haben. Das war eigentlich nicht gedacht. So, hier, fusionieren. Fusionieren. Kostet alles ein bisschen Geld. Ist aber auch nicht so schlimm. So viel Geld ist das nicht. Allerdings kriegen wir natürlich mehr von den Blauen. Desto mehr wir von den Blauen haben, desto mehr können wir nachher auch machen von den Lilan. Und wenn wir Lila haben, können wir natürlich welche machen von den Orangen. Also das ist immer höher es geht, ne? Aber hier brauchen wir nur Geld. Bei den Blauen brauchen wir aber auch schon ein paar Kerne. Das gleiche ist natürlich mit den unteren. Man könnte auch mit den kleinen billigen machen. Dann kriegt man grüne. Also macht es eigentlich Sinn, erst hier unten anzufangen. Fällt mir gerade auf. So, die haben wir alle weg. Jetzt fangen wir hier an. So. Wie ihr seht, spilzt mein Geld oben auch. War nicht so weit schlimm. So, dann kann man natürlich hier auch noch was machen. Sind wir mit dem Blauen auch schon fast durch? Auswählen. So, den auch noch. Ja, keine Nova mehr. Sie haben jetzt alle verbraucht. Ist nicht schlimm. Jetzt haben wir hier oben aber 3 von den Dingern. Das heißt, wir könnten nachher die nochmal zu dritt auch fusionieren. Ich weiß gar nicht, was man dafür braucht. Können wir dann ja mal gucken. Gut. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir jetzt hoch können, um den Dreadnought zu killen. Das machen wir jetzt auch. Hier viel weiter machen wir jetzt hier nicht. Das können die eigentlich machen. Wir haben ja ein paar Verteidigungsdinger. Der Starlink-Turm, der steht hier ja schon. Gut, wir fliegen nach oben. Desto schneller wir das Ding erledigen. Einfach ist das.
So. Und um den Dreadnought geht's uns ja auch. Der soll ja auf jeden Fall schön gekillt werden. So. Der Dreadnought ist hier. Fallen wir mal an. Bitte, es ist ja nämlich recht leicht. Der wird stärker, desto mehr Primes er hat. Gehen gleich hin. Müssten wir auch jetzt eigentlich ganz easy schaffen, glaube ich. Wenn wir die weg haben, dann haben wir auch keine Dreadnoughts mehr hier und können uns um die nächste Planetenreihe kümmern. Was für uns natürlich sehr praktisch ist. Echt immer lange Wege mit dem Raumschiff hier. So, Dreadnought ist ja Captain Zack gewesen, glaube ich, der da drauf ist. Wenn wir ihn mal das fürchten lernen. Ich habe schon versucht, beim letzten Mal den zu zerstören, also bei der vorletzten Folge. Klappt natürlich ganz wunderbar nicht, wie ihr alle mitgekriegt habt. Weil die doch zu stark waren. Da sagte er, wir sollten erst die Primes erledigen. Das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, ihr bekommt keine Stärke mehr durch die Primes. Aber komm hier, mit so ein paar Jägern wollen wir jetzt nicht angreifen. Hier ein paar Banditen. Als Outlaws. Mach die nicht raus. Lassen wir die auch nochmal killen. So. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Ich werde nochmal angreifen. Das war dein letzter Angriff, würde ich sagen. So, da ist die Dreadnought. Beziehungsweise das Dreadnought-Ding. Ich kann mal direkt hinfliegen, das macht nichts. Der Haut hört dann automatisch aus. Nur weil ihr alle meine Primes zerstört habt, glaubt ihr, das wird einfach? Ja. Ich werde Grex nicht enttäuschen. Dieser Dreadnought hat keine Primes mehr. Die richtige Zeit zum Angriff. So, wir kümmern uns schon mal ein bisschen um die anderen hier. Noch einen erwischt. So, das können die anderen Leute machen. Wir holen uns jetzt die Kanonen hier oben. Oh. So. Okay. Weil erstmal die Gegner töten hier. Das ist wesentlich einfacher. Also vorher waren das ja echt immer so Level 10, Leute. Jetzt sind die ein bisschen niedriger. Wir müssen leider die Gegner so ein bisschen auf Distanz halten, sonst komme ich recht schnell gekillt hier. Ah, shit. Jetzt müssen wir schon die anderen Dinge abkriegen. Oh. Dahin. Ah. So.
Jetzt können wir uns um die Dinger da unten kümmern. Hoffe ich zumindest. Da sind sie. Oh. Oh, verdammt, ich muss schon aufpassen. Okay, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Wir schon fliegen hier. Hyperantrieb derzeit nicht verfügbar. Nein. Bitte. Ah, verdammt. Das war dumm. Na gut. Mehr jetzt um die Flugzeuge kümmern. Oh Mist. Noch einen erwischt. So. Jetzt hinten frei. So. Los geht's. Im Raum ungeschützt eindringen ist jetzt möglich. Okay. Starlink ist drinnen. Defensivlaser. Okay, das ist echt schwierig in der Dreadnought, finde ich immer. Im letzten bin ich auch echt knapp durchgekommen und bin dann fast gestorben. Weil jetzt gleich die Kammer kommt, wo die ganzen Laser drumherum sind. Das ist wirklich scheiße. Ah, verdammt, Dachs. Das ist natürlich scheiße, für dass ich noch mein Leben bekomme, bevor ich da ankomme. Ah, das kriegen wir wohl hin. Die werden wahrscheinlich von Dreadnought zu Dreadnought schwieriger werden. Hoffen wir einfach mal, dass wir es alles schaffen. Du glaubst, du hast gewonnen. Du hast bloß dein Schicksal besiegelt. Der Reaktor meines Dreadnought wird dein Grab. Sollen wir mal aufpassen hier? Noch einen erwischt. Oh. Oh nein, warte. So. Das war doch diesmal nicht so schwer. Beim letzten Mal habe ich länger gebraucht. Schiffskenntnis verbessert. Sehr gut. So, müssen wir raus hier. Wir können ja nicht direkt selber rausfliegen, das passiert ja automatisch. Also nicht, dass ihr denkt, jetzt sitzt ihr in der Falle. Also eigentlich passiert das automatisch. Im letzten Mal bin ich hier automatisch rausgekommen. Anscheinend ist das nicht mehr so, doch. Jetzt.
Gut. Ich glaube es nicht. Du hast mich zum letzten Mal enttäuscht, Tuck. Komm gar nicht erst zurück. Was euch angeht, Starlink, ihr werdet fallen, so wie euer Anführer. Netter Versuch. Der Gegner hier. So. Das war's mit der Dreadnought. Ja, also haben wir hier. Den ganzen Quadranten haben wir. Wir könnten nochmal nach Haven gehen. Und in Haven nochmal den Prime besiegen. Und die leichteres Spiel haben. Und wir mit dem hier auch leichteres Spiel haben. Das machen wir. Aber wie gesagt. Das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.